Liegeposition. Geht. Boing. Hallo Bockheide, hallo Welt, da sind wir wieder, der Matze und der Lutze. Ja, wir sitzen hier schon wieder vor der Kamera. Wir wollten ja gar nicht so viel machen, nur immer im Monat, aber nur ist es schon das zweite Mal. Wir sind aber fast August, also insofern geht es. Danach ist nämlich Urlaub, weil jetzt sind Ferien. Hast du auch Ferien? Ich habe immer Ferien. Du hast immer Ferien? Na, Ferien. Ich habe keine Ferien mehr. Ich kriege auch keine Ferien mehr. Ich muss ohne Ferien faul sein. Funktioniert ganz gut, mehr oder weniger. Ich glaube, ich habe so viel Kinderkram um mich rum, dass ich mich wie Ferien fühle manchmal. Ja, Kinderkram, apropos, du warst ja am Wochenende noch ein bisschen angebunden, ne? War DLRG bei euch im Waldbad eingefallen? Ja, Donnerstag bis Sonntagmittag DLRG Jugendcamp, wie jedes Jahr. Eine sehr schöne Sache, die Kinder hatten Spaß, das Wetter war natürlich Bombe, ja, kannst du nichts anderes sagen. Und das ist der Rettung schon mal Nachwuchs. Haben die wieder schwimmen gelernt, alle? Die können schwimmen. Ich war aber laut, stimmt's? Die können Kinder sind immer laut. Die können besser schwimmen als wir beide. Nein, das war eigentlich eine ganz runde Truppe, muss ich sagen. Im Rest vom Bad war es wohl lauter, glaube ich. Ich habe gehört, es gab Buletten und Kartoffeln und Nudeln mit Wurstsuppe. Du hast das Mischgemüse vergessen. Mischgemüse habe ich nicht gesehen. Ich schon. Sogar gegessen. Habe ich gehört. Jo. Ja, war aber schön. Wetter war auch perfekt gewesen. Es gab auch Kreppes ab und zu. Ja, gab es auch. Ja, Martin hat ja Nico seinen Kreppeswagen mal mit hingezogen und da haben die sich ein bisschen verköstlich da hinten, in Eigenregie. Ja, es war so warm, ich war gar nicht im Waldbad, ich habe mich nicht reingetraut, ich dachte, ich brutzel da, weil ich, wenn ich nicht ins Wasser kann. Da unser Automat ja wieder rumzickt in den höchsten Tönen mit geht hier nicht, geht da nicht, geht EC-Kartenbezahlung nicht, dann geht die Ticketleserei nicht, weil sie eine falsche Kamera eingebaut haben und das Außenlesegerät auch noch eine Indoor-Einheit ist statt einer Outdoor-Einheit. Ich drehe hier bald frei mit der Kiste, es macht keinen Spaß mehr. Ging es da nur drunter und drüber und es war echt Hölle. Wir haben im kompletten Vorstand den ganzen Samstag ich sehr viel und Sonntag dann alle zusammen vorne den Eingang gemanagt. Alles, was wir nicht haben wollten, mussten wir am Wochenende machen. Wahnsinn. Schön. Macht nee, kein Spaß. Dafür ist es heute nicht mehr ganz so warm, Gott sei Dank. Jo. Ich habe ja heute mal wieder meine Chemo inhaliert. Da war das ganz angenehm, dass es nicht so heiß ist. Kohle? Kohle gab's. Kohle gab's? Klar, für die Gemeinde. Für den ja, Sport. Cool. Ja, warte. Nein, machen wieso? Wir gleich. Sportverein machen wir gleich. Wir machen mal bei den Ferien weiter, weil jetzt Ferien sind natürlich gleichzeitig für die Ferien, ist es für die Bauarbeiter keine Ferien, weil Straßenbau überall. 30 in Bockheide, zumindest für LKWs, weil in Kleistow gesperrt ist. Ja. Kanin, Kleistow. Weil so 200 Meter Straße machen wollen. Na gut, bis Ende der Ferien sollte es fertig sein, habe ich gehört. Na, gucken wir mal. Ja, wenn es das Stück ist, da wo sie angefangen haben, am Ortsausgang von Kanin, haben sie ja schon die Verkehrsinsel, waren sie schon gut bei. Da war ja noch Ampelverkehr letztens. Genau. Ja, es geht ja vorwärts. Dafür ist Ampelverkehr jetzt bei Neusedin und auf der A9, damit es nicht zu lustig wird, haben sie denn noch Baustellen eingerichtet? Ich dachte, du wolltest sagen, auf der A9 ist auch Ampelverkehr. Ja. Nee, aber da musst du manchmal zusehen, das ist so eine kurze Auffahrt, dass du raufkommst, wenn das da dicke ist und die LKWs da unterwegs sind oder so und dann rutschen die nicht mal schnell nach links. Zweiten Gang Vollgas. Ja, da steht tatsächlich auch ein Stoppschild, ist mir aufgefallen, aber das steht so zurückversetzt, dass das gar nicht auf der Linie steht da. Naja, okay, ist halt so. Wir sind gut durchgekommen, hat gut funktioniert, alles gut. So, jetzt kommen wir dazu und zwar waren wir am Samstag, letzte Woche. Am 13. Also am 13., nicht jetzt die, sondern davor. Beim BSV 90 zu Gast. Vorgeladen, eingeladen zum Sommerfest. Und da gab es als allererstes, jetzt kommen wir dazu, Auszeichnung. Ich dachte Insekt für dich. Kohle, ja, Insekten gab es auch. Insekten gab es und Insekten. Kohle gab es, ja, und das sogar zweimal. Genau, zweimal gab es Kohle und zwar einmal vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport. So in der Art, ja. Ja, 3.000 Euro, weil Borgheide die zweiten Platz der sportlichsten Gemeinde 2023 gewonnen hat. Juhu, 3.000 Euro, also die Gemeinde Borgheide insgesamt. Und zwar sind da benannt worden die Vereine BSV 90, ja, der Naturbad Borgheide e.V., ja, die DLRG-Ortsgruppe Borgheide, ja, und natürlich nicht zu vergessen die Wirbelsäulengymnastik. Die, ja, gibt es in Borgheide, genau, auch noch. Genau. Und die Radfahrer, waren die auch dabei? Das wüsste ich jetzt gar nicht. Die haben so viel geredet da. Und dann haben sie noch 1.000 Euro bekommen vom Kreissportbund. Und die haben 30 Jahre gefeiert und 30 mal 1.000 Euro ausgelost. Ja. Und da war unsere sportlichste Gemeinde, also da war tatsächlich der Sportverein dann
höchstpersönlich der Ansprechpartner. Ja. Und die haben die 1000 Euro für die Verwendung von Einkauf für Kinder- und Jugendsportgeräten erhalten. In Teilen habe ich das Ganze auch mit dem Video festgehalten. Ich hatte aber nur die kleine Kamera mit, mea culpa. Deswegen sind die Bilder von ferne etwas verwackelt und mit dem Ton war es da auch nicht so schön, weil die Anlage so weit weg stand. Du musst ja auch die Fehler nicht aufzählen, die wir gemacht haben. Aber die merken die von alleine. Wir sind ja ein bisschen der Übung. Wir können ja aber dann. Wir arbeiten uns wieder ein. Alles gut. Oh. Wir kriegen es wieder hin. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wir freuen uns ja, dass so viele Leute uns treu geblieben sind, weil wir ja nicht mehr da waren. Ja, vielen Dank übrigens all den Abonnenten und Klickern, die dann uns liken. Und das könnt ihr immer gerne bei YouTube machen, wollte ich mal sagen. Wir brauchen noch ein paar Stimmen. Wir müssen irgendwann mal über 1000 kommen. Jetzt haben wir 501 und wir würden doch gerne noch ein paar Abonnenten sammeln, weil wir dann eventuell doch ein bisschen ganz sanft und langsam auf finanzielle Füße stellen können. Deswegen bitte abonnieren und liken nicht vergessen. Und zwar hier bei YouTube. Bei Facebook bringt das nichts. Da ist es egal. Ja. Hm? Film ab. Film, jetzt kommen wir nochmal zum Sportverein und zeigen euch mal, was wir gesehen haben. Film ab. Ja, aber kann das auch sein? Du bist deine Gäste zum diesjährigen Sommerfest. Sie hat schon laut hier wieder mal, wa? Letzte Woche schon, jetzt schon wieder. Weißt du, was der Vorteil ist? Ist gerade mal keine Mucke. Oh ja, ist gerade mal laut. Hörst du, wie leise das ist? Ja, wegen so den Startern ja ein bisschen wieder so laut hier, aber. Und wo sind wir hier? Wir sind hier beim Sommerfest des BSV 90 in Burgheide auf dem Sportplatz. Genau, und wir werden jetzt mal schauen, was jetzt hier noch so passiert. Hier sind ja schon 2 oder 3 oder 4 oder 12 Leute. Komm mal her! Mal gucken. Komm mal her, hat sie gesagt. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Du sollst nicht mal zeigen, wenn ich mal was trinke. Ja, film mich halt so lange nicht. Ja! 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 Ines, guck mal bitte. Ach, da ist er ja. Ines, Stadtradeln. Ja, hallo. In Burgheide. In Burgheide. Um Burgheide rum. Ringsherum. Mit Burgheidern. Also, und Burgwaldern. Und Burgwaldern. Alle, die Spaß am Fahrradfahren haben, ihr Auto einfach mal stehen lassen wollen und halt alles mit dem Fahrrad zurücknehmen. Wo melde ich mich an? Auf der Stadtradel-App. Auch du kannst also einfach die App runterladen. Dann kommt Land Brandenburg. Wann startet es? Es startet am 1.9. und geht bis zum 21.9. an 21 aufeinander folgenden Tagen. Und gibt es da eine Gruppe, in die ich mich registrieren muss, kann? Du kannst, darfst, musst. Also du kannst selber auch ein Team bilden. Also ein Team besteht aus mindestens 2 Radlern. Du kannst aber auch dich einem schon vorhandenen Team kannst du beitreten. Also wie ist denn euer Teamname? Unser Teamname, klar, Renner. Und ganz spontan, Rennstall Renner. Gut, ich glaube, kann man da Punkte sammeln? Da kannst du 1 Kilometer sammeln und kannst auch einen Preis gewinnen, also für die beste Schule. Und wir haben im letzten Jahr den 1. Platz im Familienradeln gewonnen. Das ist schön. Also ich glaube, ich werde mich registrieren und euch mit unterstützen. Auf jeden Fall. Super. Danke. Danke euch. Bis demnächst. Und wir sind heute hier, um den 2. Platz zu prämieren. Herzlichen Glückwunsch an Sie. Und wir überreichen jetzt eine Urkunde, unterzeichnet von Herrn Minister Reinberg. Sehen Sie, das ist an einem schönen Ort hängen. Und wir überreichen einen Scheck. Das ist ein Scheck über 3000 Euro. Und ich bin mir sicher, Sie werden für die Sportvereine hier sicher eine gute Verwendung dafür geben. Ich möchte noch einer Person ganz besonders danken, die heute leider nicht da ist, die sich genau mit dieser Ausschreibung beschäftigt hat, John Peter Dostal. Er hat das organisiert, hat alle Unterlagen zusammengesammelt, hat die Referenzen gesammelt und kann heute an diesem wichtigen Tag nicht da sein. Das ist total schade, aber ich grüße von hier ihn wie auch immer. Er weiß es, er hört es, er sieht es. Du bist sicherlich zurück.
und auch wir im ganzen Verein wissen, dass es ohne deine Frau niemals so geklappt hätte. Gute Danke nochmal, vielen, vielen Dank. Aber auch, komm ruhig mit dazu, komm mit dazu. Auch für dich und für deinen Mann haben wir natürlich noch ein Präsent, ein Korb, der hoffentlich in den weiß-blauen Farben bei euch zu Hause im Garten weiter wachsen darf. Und ihr euch noch was gönnen sollt, haben wir auch noch einen Gutschein für dich. Und wir wünschen uns, dass du wirklich zur Ruhe kommst. Ja? Und wollen dich natürlich als Gast immer wieder sehen. Ja? Danke nochmal für alles, Hoffmann. Pulle Sekt für dich. Hast du das gesehen? Ja, die war für mich, aber die habe ich ja doch nicht alleine ausgetrunken. Das schaffe ich doch gar nicht. Ne? Doch, habe ich geschafft. Der war den ganzen Abend da gewesen. Doch, tatsächlich war ja lange da gewesen. Ich war ja bis heute da, nie bis Sonntag dann. Du hast abgehäutet auf der Tanzfläche, hat man ja gesehen. Tatsächlich sogar das. Ich war lange da, muss ich sagen. Mir geht es auch gut. Ich habe mich auch gefreut, einen Haufen Leute wieder gesehen zu haben. Und das war's, ne? So, gab es noch was? Nö. Nächste Feier ist bei Meier. Sommerfest. 17.8. Im Waldbad. Waldbad. Sommerfest. Schlagen-Uli-Nacht. Mit Volker. Mit Volker. DJ Volker und DJ Matze. Und sein Bruder macht mit. Ach, sein Bruder macht mit? Der spielt doch aber Gitarre, oder? Ja, die machen auch so ein kleines Akustikset. Kann der Duji, der DJ? Ich glaube, letztes Jahr auch schon gemacht. 17.8. Gut, letztes Jahr war ich, glaube ich, nicht dabei. Da warst du noch, very out of order und ich war irgendwo weg. Urlaub, irgendwas. Oh. Ja. Aber diesmal sind wir da. Wir kommen am 17. aus dem Urlaub zurück. Da bin ich auf jeden Fall da. Ja, genau. Fahr da noch hin. Da komme ich aber hin. So, Matze, was machst du mit dem Wetter? Wie lange hält sich das so? Wird ein bisschen durchwachsen die Woche. Dienstag, je nachdem, wann jetzt wollen wir jetzt die Sendung rausschieben. Dienstag wird es verregnet sein, bis in die Nacht. Danach zieht der Regen ab und ist so ein bisschen durchwachsen. Also jetzt die Spitzentemperaturen von 30 Grad kriegen wir dann wohl nicht mehr. Aber es war auch, muss ich sagen, von der Temperatur her heftig. Es geht doch, also wir werden ja alle nicht ganz jünger. Es geht ganz schön auf den Kreislauf, muss ich sagen. Auch wenn man den ganzen Tag im Bad in der Sonne steht da. Sonnencreme ist wichtig und mal ordentlich die Mütze auf und... Mittwoch 23, Donnerstag 23, Freitag 24, Samstag könnte es schon wieder mit 28 Grad den nächsten Anlauf geben. Aber überwiegend wolkig. Naja, mal gucken. Ja, aber das Wetter ist Sommerwetter. Es sind 28, 26 Grad, ist perfekt. Also selbst wenn es mal ein bisschen regnet, ist es nicht so ein Problem. Also war ja nicht so kalt. Mir würden jeden Tag 24,3 Grad reichen. Ja, ne? Also 25 Grad, ein bisschen Wohlfühltemperatur. Zu warm ist auch nicht so gut. Jo. Also kann man dann ein bisschen mit dem Fahrrad rumfahren. Diese Raupen sind ja nun endlich weg wieder, ne? Ja. Gott sei Dank. Kiefern-Prozessionsspinner. Die Kiefern, nicht die Eichen-Prozessionsspinner, sondern die Kiefern-Prozessionsspinner. So, dann nochmal ein bisschen Battletour. Guckt mal hier, Leute, hier. Ich habe wieder Geld ausgegeben.
zwei Stück davon, 5 Terabyte, über 200 Euro. Wir haben nämlich auch ein PayPal-Konto, was nämlich dann hinten zu sehen, nee, wo haben wir denn das? Das macht Klöng am Ende. Doch, das hängt hinten mit dran, ne? Da sind wir jetzt auch fast am Ende. Und wir haben, genau, und wir haben da einen Link drin bei YouTube. Wenn ihr uns helfen und unterstützen wollt, sind wir euch natürlich sehr dankbar. Gut, Matze, war das denn für heute? Jetzt haben wir noch gebettelt, wa? Haben wir. Ja, das gehört aber mal dazu. Wir müssen noch mal ein bisschen betteln. Wir sagen ein herzliches Ferienspaß. Ferienspaß. Für dies und das, für die Kinder, für die Urlauber. Und wir sehen uns tatsächlich im August wieder. Wir machen auch im August noch mal ein Video. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, und ab und zu mal gucken, wie mir so ist und wie wir lustig sind. Und Matze muss sich noch ein bisschen trainieren. Er kennt nämlich die Shorts noch nicht so von YouTube. Ist ganz einfach, Matze. Bring dir das bei. Shorts nur zum Ansehen. Mama. Papa. Das Alphabet fangen wir von vorne an. Der war heute wieder zum Zapfen irgendwie. Ja, echt mal jetzt. Bin wieder voll gesagt. Der ist wieder komisch drauf heute. Ich wollte aber nichts abfangen. Ich habe noch meine Chemopumpe umhängen. Am Montag geht es mir mal gut. Dienstag, Mittwoch werden wir sehen, wie es so lange hält. Da geht der Ruf ihn auch nicht an, hier ist er knurrig. Nein, es geht schon. Ey, ich freue mich wieder unterwegs zu sein und mit Matze hier zu sitzen. War Matze? Genau. Und für euch natürlich. Wir wünschen euch alles Gute. Danke. Wie gesagt, schönen Urlaub, schönes Wetter und alles Beste für euch. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Und tschüss, sagt der Matze und Lutze. Tschüss.